Wenn Fisch sowohl ihr Fleisch als auch ihr Gemüse ist, liebe Zuschauer, dann haben wir heute ihr Paradies bei uns in der Sendung. Im Española in Darmstadt gibt es mehr Meer. Und zwar in allen Variationen und von toller Qualität. Schauen Sie sich mal an, was unser heutiger Maintauer Geheimtipp kulinarisch und auch atmosphärisch zu bieten hat. Eine leckere gemischte Fischplatte vom Grill mit Dorade, Rotbarbe, Seehecht, Seeteufel, Thunfisch und Garnelen. Oder der gegrillte Schwertfisch mit Salzkartoffeln und hausgemachter Aioli. Oder auch ein Augenschmaus, die Paella mit verschiedenen Meeresfrüchten. Also es ist fantastisch hier, der Seeteufel ist die Wucht, super. Richtig super. Hier kriegen Sie den besten und frischesten Fisch in ganz Darmstadt. Feines Essen hier, gefällt mir auch sehr gut. Ist wirklich etwas, wenn wir mal gut Fisch essen gehen wollen in Darmstadt, gehen wir gerne hier hin. Mir schmeckt sehr gut. Ich war schon öfters hier und ich mag die spanische Küche und vor allen Dingen auch Fisch. Und in Darmstadt kann man recht wenig Fisch eigentlich essen, frischen Fisch. Und deswegen gehe ich gerne hierher. Das sagen die, die schon da waren. Im Española in Darmstadt. Wer Fisch mag, der muss hierher in die Dolivo-Straße. Ali Frashi ist der Chef. Der 37-Jährige stammt aus der marokkanischen Hafenstadt Nador, 12 Kilometer von der spanischen Enklave Malia entfernt. Der Fisch, der hier zubereitet wird, stammt aus dem familieneigenen Fischgeschäft. Nur wenige hundert Meter entfernt. Die Fischerei bestimmt schon immer das Leben von Ali Frashi. Bis heute noch hat mein Onkel im Mittelmeer 5 Schiefer noch, wie gesagt. Und mein Vater war über 25 Jahre Fischer, hat da gearbeitet mit meinem Onkel. Und ich persönlich, morgens bin ich immer ins Hafen, und wir auch morgens mit Fisch gearbeitet, wo ich noch klein war, bis um 7 Uhr, halb 7. Nach Hause habe ich auch mit Fisch ein bisschen gearbeitet, die 2-3 Stunden. Und dann geht es wieder in die Schule. Wenn im Restaurant mal Mangel ist, dann wird hier Nachschub geholt. Der Fisch ist immer frisch. Ich versuche so eine kleine Menge nehme, halt was ich von einem Tag bis zwei Tage brauche. Deswegen hier habe ich auch keine Lagerung, ich kann keinen Fisch hier lagern. Zurück im Lokal. Bei einer solchen Auswahl dürfen die Portionen auch gerne mal etwas größer sein. Tapas neu interpretiert und nur 4 Euro pro Teller. Zum Beispiel eine halbe Dorade gegrillt. Oder Gambas in Knoblauchsoße, auch für 4 Euro. Ebenso gegrillte Kabeljau, Rückenfilets. Oder die Jakobsmuschel vom Grill. Dazu natürlich Weiß- und Rotweine aus Spanien und spanisches Bier. Die Tapas, wie die Portion gegrillter Thunfisch, kosten 4 Euro. Eine gegrillte Seezunge gibt es für 17,50 Euro. Shishi sucht man hier vergebens. Die rustikale Küche macht den Charme des Española aus. Ali Frashi hat sich mit dem Restaurant seinen Traum verwirklicht. Ich liebe es. Ich liebe es. Wie gesagt, es ist mein Job. Und ich will es auch nie hier aufgeben. Nie hier aufgeben. Überhaupt nicht. Für den leckeren Fisch und den netten Service erhält das Española in Darmstadt das Maintauer Prädikat Fischgenuss der Extraklasse.